Geschätzte Medienvertreter, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz zur Vorstellung unseres Spitzenteams begrüßen. Kurz zwei Worte zu mir. Mein Name ist Florian von Ach und ich bin Vorstandsmitglied der Freiheitlichen und darf durch diese Pressekonferenz führen. Spitzenteams haben bei uns Freiheitliche an sich eigentlich seit jeher eine gewisse Tradition. Im Gegensatz zu anderen Parteien fokussieren wir nicht alles auf einen einzelnen Spitzenkandidaten und räumen dem am Ende noch das Recht ein, 10 oder 20 oder gar alle 35 Kandidaten auf der Liste nach eigenem persönlichen Gusto zu bestimmen. Das überlassen wir anderen Parteien. Wir sind hier nicht beim Kindergeburtstag, wir haben ein breiteres Team. Diesmal ein Team mit 5 Menschen, die Sie hier hinter mir sehen, die die ganze Breite unseres Volkes und unserer Gesellschaft abbilden. Und diese Breite möchten wir hiermit auch zum Ausdruck bringen. Diese 5 Menschen, die Sie hier sehen und die wir heute vorstellen, möchten gerne ihr Wirken in den Dienst von Volk und Heimat stellen und sie möchten auch eines zeigen. Sie möchten zeigen, dass Südtirol es besser kann. Besser kann, als derzeit die Performance dieser Landesregierung es erwarten lässt. Und so möchte ich gleich mit unserer Parteiobfrau Sabine Zoderer beginnen. Sabine wird unsere Liste als Nummer 1 anführen. Und Sabine ist ein Garant dafür, dass wir Freiheitlichen unsere Bodenständigkeit nicht verlieren. Denn die Welt retten, das wollen schon ausreichend unserer politischen Mitbewerber. Insbesondere wollen sie die Welt retten, vorzugsweise auf Kosten von Herrn und Frau Südtiroler. Wir hingegen möchten die Nöte und die Bedürfnisse von Herrn und Frau Südtiroler ernst nehmen und dazu wird nun unsere Parteiobfrau Sabine Zoderer einige Worte sprechen. Bitte, Sabine. Danke, Florian. Schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Mein Name ist Sabine Zoderer. Wie mein Nachname schon verrät, habe ich Finchgau Wurzeln, bin wohnhaft in Portschins, bin Mutter zweier Söhne, die 11 und 13 Jahre alt sind. Bin Arbeitnehmerin in einem kleinen Handwerksbetrieb und sitze in Portschins im Gemeinderat. Als Arbeitnehmerin und Mutter weiß ich genau, vor welchen Schwierigkeiten Südtirols Arbeitnehmer und mittelständische Betriebe, aber auch unsere Rentner tagtäglich stehen. Ich sehe mit Sorgen in die Zukunft unserer Bürger, denn durch den finanziellen Druck, der stetig zunimmt, wissen wirklich mittlerweile viele nicht mehr, wie sie bis ans Ende des Monats gelangen. Diese Versäumnisse der regierenden Parteien schaden unserer Heimat. Angefangen mit ihrer Sozialpolitik, über Raumordnung, mangelnder Sicherheit, verfehlte Energie- und Umweltpolitik. Ich bin überzeugt, Südtirol kann es besser. Die Wohnbaupolitik dieser Partei hat die Preise enorm in die Höhe getrieben und dem wollen wir gemeinsam mit den Gemeinden entgegentreten, indem wir preisgebundene Wohnungen für ansässige Südtiroler schaffen, aber auch zinsgünstige Darlehen für Erstbauten, für Erstbauwohnungen, für Wohnungskäufe fördern. Jeder, der in Südtirol fleißig arbeitet, soll sich Südtirol auch leisten können, aber ohne Sozialhilfe. Wir passen den Arbeitsmarkt an, indem wir Löhne anpassen, Löhne erhöhen, nämlich Löhne anpassen an die aktuellen Herausforderungen. Altersarmut ist auch ein Thema, was es in dem ach so reichen Südtirol leider Gottes gibt. Täglich höre ich von Betroffenen, dass sie nicht nur über die Runden kommen. Rentner mit Niedrigrenten,
denen ist es wirklich an der Zeit zu helfen. Die haben uns den bisherigen Wohlstand verschaffen, in dem wir bisher gelebt haben. Und die müssen sich jetzt wirklich überlegen, ob sie die Heizung noch einschalten können, ob sie den Hydrauliker rufen können, ob sie sich das überhaupt noch leisten können. Auch dem wollen wir Abhilfe schaffen, indem wir Mietbeiträge, Wohnungsnebenkosten, hier den Menschen Unterstützung bieten und auch die Niedrigrenten erhöhen. Ich bin überzeugt, dass es Südtirol besser kann. Südtirol kann es besser mit bodenständigen Politikern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, liebe Sabine. Unsere Nummer 2 auf der Liste bedarf eigentlich keiner besonderen Vorstellung. Es handelt sich um die Grand Dame unserer Partei, unser Aushängeschild, Uli Meier. Bitte, Uli. Ja, danke, Florian. Geschätzte Medienvertreter, mein Name ist Uli Meier, bin 48 Jahre, ich werde 49 und das ist bereits die vierte Legislaturperiode, die ich im Landtag verbracht habe. Und ich wurde auch in der letzten Zeit immer wieder von Menschen angesprochen: Hast du noch Lust? Warum tust du dir das an? Und es sind viel mehr Menschen, die aber immer wieder sagen: Bitte mach weiter, wir brauchen jemanden, der weiterhin all jenen eine Stimme gibt, die von den Regierenden nicht mehr gehört werden, weil sie eben die Bodenhaftung verloren haben, an der wir uns auch weiterhin orientieren können. Und ich muss sagen, mir macht es nach wie vor Freude, mit diesem Team hinter mir zu arbeiten und auch in den Wahlkampf zu starten. Ich sehe in den Freiheitlichen ganz klar das notwendige Korrektiv gegenüber einer Landesregierung, die die Orientierung und auch die Bodenhaftigkeit verloren hat, weiterhin zusehends verliert und immer weiter auch nach links dorkelt. Und zudem sind wir Freiheitlichen für die Südtirolerinnen und Südtiroler die Garantie, dass es keine linken Gesellschaftsexperimente geben wird und dass endlich die einheimischen Südtiroler im politischen Mittelpunkt stehen und nicht, wie es unter diesem Landeshauptmann in den letzten Jahren immer wieder der Fall war, ausländische Banden und illegale Einwanderer. Persönlich wird deshalb meine Devise auch weiterhin lauten: Mit den Menschen und für die Menschen. Und ich habe den Auftrag, über ein Kernthema ein bisschen zu sprechen: Einwanderung, Sicherheit, Kriminalität. Natürlich sind wir Freiheitlichen eine konsequente und verlässliche Kraft wie keine andere im Landtag, die sowohl mit lösungsorientierten Vorschlägen, aber auch mit harten Forderungen immer wieder für Recht und Ordnung, aber eben auch für eine kontrollierte und eine begrenzte Zuwanderung uns stark gemacht haben und im Landtag in den letzten Jahren immer wieder unermüdlich auch auf die negativen Begleiterscheinungen einer unkontrollierten Massenzuwanderung in unsere Sozialsysteme aufmerksam gemacht haben. Und hier werden wir auch weiterhin den Landeshauptmann, der sehr gerne über die Nachhaltigkeit referiert und spricht, sie aber immer nur im Zusammenhang mit dem Klimawandel anspricht. Wir werden ihn gerade bei diesem Thema auch daran erinnern, dass es um eine soziale und kulturelle Nachhaltigkeit in unserem Land, in unserer Heimat gehen wird, wenn wir an die Einwanderung denken. Und wir Freiheitlichen, das Erfolgsprogramm kann sich sehen lassen. Die Beharrlichkeit im Landtag hat sich ausgezahlt. Es war der freiheitliche Druck der Landesregierung, dass künftig ausländische Mitbürger einen Integrationsnachweis erbringen müssen, wenn es um Sozialleistungen des Landes geht, wenn sie um diese ansuchen. Integration bedeutet eben schon eine Bringschuld an das Gastland und nicht umgekehrt.
Und gerade auch in den Bereichen Gutscheinen statt Sozialleistungen, aber auch bei der Einbruchkriminalität Mietnomaden waren wir ebenso erfolgreich. Und künftig soll eine Urforderung von uns Freiheitlichen umgesetzt werden in der Integration, nämlich dass Elternhäuser viel, viel stärker in den Integrationsprozess eingebunden werden müssen. Wir haben diesbezüglich immer die Elternkurse gefordert. Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass in diesem Bereich Einwanderung, Kriminalität, Sicherheit viele Kompetenzen, die primären Zuständigkeiten beim Staat liegen. Nichtsdestotrotz geht es um unsere Heimat. Die Menschen haben zu Recht einen Anspruch an die Politik. Sie haben zusehend Vertrauen in die Institutionen und auch der Sicherheitskräfte verloren. Und hier ist das Land, die Landesregierung, hier ist die Politik in der Verpflichtung. Wir können es besser und wir können all jene Kompetenzen, die wir hätten, auch viel mehr ausschöpfen. Und darauf werden wir auch weiterhin natürlich im Land, im Landtag Acht geben und darauf schauen. Und es muss am Ende des Tages, wenn man sich die ganzen Schlagzeilen ansieht, die ja von den Medien produziert werden, ein Riegel vorgeschoben werden, sei es, was die ausländische Jugend, Babygang-Kriminalität anbelangt, und dass die Devise lautet, jeder ist herzlich willkommen, der bereit ist, sich in diesem Land zu integrieren, anzupassen, sich etwas aufzubauen. Jene, die nicht wissen, wie sie sich benehmen müssen, müssen abgeschoben werden. Dringend, schnell und konsequent. Und das ist eines der primären Ziele und vor allem auch gerecht all jenen gegenüber, die sich hier im Land etwas aufgebaut haben, die etwas leisten und die Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Dankeschön, liebe Uli. Wir kommen nun zu den Herren in unserer Runde. Als Nummer 3 auf unserer Liste wird unser Fraktionsvorsitzender Andreas Leiter-Reber kandidieren. Andreas Leiter-Reber hat sich in den letzten 5 Jahren durch unermüdlichen Einsatz den Respekt von Freund und Feind im Landtag erarbeitet. Er vertrat uns in den Untersuchungsausschüssen zu den Corona-Schutzmasken, zur SAAT-Affäre und zur Spendenaffäre, um nur die medial am meisten gespielten Themen zu nennen. Lieber Andreas, du warst immer da, wo es spannend war und wo der Rauch aufging. Bitte nun. Danke, Florian, und schönen guten Nachmittag. Es schmerzt einfach, wenn man sieht, dass dieses Land so großes Potenzial hat in so vielen Bereichen und dieses Potenzial nicht genutzt wird. Und es ist als Bürger schwierig zu verstehen, wenn man sieht, dass die Entwicklungen, die notwendig wären, nicht gemacht werden, Reformen nicht angegangen werden und auch eine Politik nicht geändert wird. Denn was in den letzten 10 Jahren gemacht wird, ist im Großen und Ganzen die Fortschreibung alter Themen und die Bedienung jener Verbände und Gruppen, wie es schon in den 80er Jahren begonnen hat. Also die großen Änderungen hat man hier nicht gesehen. Und ich kreide es wirklich an, dass wir als Land Südtirol, die es wie kaum eine andere Region in der Hand hätten, energieautark zu leben, das heißt diese Energiewende auch noch kostengünstig hinzukriegen, wo die Bürgerinnen und Bürger profitieren und infolgedessen auch der Wirtschaftsstandort, dass wir hier die Kurve nicht kratzen, weil die Landesregierung nicht in die Gänge kommt. Und es gibt kaum einen Bereich, und da frage ich wirklich, appelliere ich an jeden Einzelnen, der sich bitte die Frage stellen soll, in welchem Bereich läuft es in Südtirol rund? In welchem Ressort dieser Landesregierung läuft es rund, wo man sagt, alles richtig gemacht? Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo durchaus Ressorts in Südtirol gut geführt worden sind. Und ich merke in diesen letzten 5 Jahren, die nicht nur von der Corona-Krise geprägt worden sind, sondern auch von handwerklichen Fehlern in der Politik, wenn ich an das Raumordnungsgesetz denke, das in Hunderten von Änderungen Gemeinden und Bürger schikaniert. Und das Gesetz mag in Teilen auch in die richtige Richtung gehen, aber man muss ein Gesetz zuerst vorbereiten, durchdenken, durchexerzieren und dann in Kraft treten lassen und nicht die Bürgerinnen und Bürger mit unfertigen Sachen konfrontieren.
Das leistbare Wohnen wird den Südtirolern seit Jahrzehnten versprochen. In den letzten 10 Jahren ist genau das Gegenteil eingetreten. Die Wohnungspreise sind erneut und noch stärker gestiegen als vorher und die reale Kaufkraft umso stärker gesunken. Das hat zum Teil nationale und internationale Gründe, aber was nicht ausgeklammert werden darf, ist, dass die Energiepreise in Südtirol schon mit dem 2. Autonomiestatut mitgeprägt werden könnten, wenn man wollte. Es hat dazu um die Jahrtausendwende einen Vorstoß gegeben, der damals im Sellskandal geendet ist. Und seitdem ist das Thema eines eigenständigen Energiegesetzes auf der Strecke geblieben. Und das sind Versäumnisse, die auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger gehen, die auf Kosten unseres Wirtschaftsstandards gehen. Und es ist interessant zu beobachten, dass die Landesregierung ihre eigenen Versprechen, ihre eigenen Ziele, die sie schon bei der ersten Koalition nach der Ära Durnwalder, wo man wirklich gehofft hat, es würde sich in dieses Land endlich in die Moderne geführt werden, dass die Landesregierung nicht einmal mit ihren eigenen Versprechen konfrontiert wird. Es wird stattdessen über die Nachhaltigkeitstage berichtet und man lässt sie durchkommen mit Floskeln und auch mit inszenierten Events, aber am Ende zählt das, was an Arbeit und an politischen Gesetzen in der Praxis ankommt. Es ist auch für den Wirtschaftsstandort einfach fatal, wenn wir im Wettbewerb der Ideen und vor allem im Wettbewerb um Arbeitskräfte, denken wir nicht nur an das Gastgewerbe, sondern denken wir auch an die Dienstleister, denken wir auch an die Pflegeberufe, wo wir dringend mit anderen Regionen im direkten Wettbewerb stehen und immer den Kürzeren ziehen. Warum? Weil die Lebenshaltungskosten in Südtirol viel zu hoch sind, weil die Wohnungspreise hier der treibende Faktor sind und diese Landesregierung es lieber zulässt, dass Bauspekulation betrieben wird, dass Landwirte zu Spekulanten erzogen werden und dass Einzelne sich eine goldene Nase an den Kuberturen in Südtirol verdienen, aber der einzelne fleißige Bürger kaum noch imstande ist, sich aus eigener Kraft ein Eigenheim zu leisten, wenn er nicht das Glück hat, zu erben oder von der Familie irgendwie unterstützt zu werden. Und das sind die großen Versäumnisse, die es anzusprechen gilt. Ich habe versucht, in diesen 5 Jahren Südtirol dahingehend auch zu verbessern, denn ich glaube, es macht nur Sinn, in die Politik zu gehen, wenn man auch das Ziel hat, etwas verbessern zu wollen und etwas weiterbringen zu wollen. Es ist aus der Opposition heraus natürlich nicht so leicht wie in der Regierung, das ist ganz klar, aber es ist uns trotzdem gelungen, gerade was den Energiebereich anbelangt, Akzente zu setzen und auch diese Landesregierung vor uns herzutreiben, wenn wir daran erinnern, dass es uns Freiheitliche gebraucht hat, um im letzten Jahr auch die Energieautonomie im Landtag mehrheitsfähig zu machen, aufgrund dessen auch verschiedene Gutachten in Auftrag gegeben worden sind, die uns weiterbringen sollen, um auch regionale Kreisläufe zu stärken. Und wenn wir an Energieautonomie denken, dann dürfen wir nicht nur an die Stromproduktion denken und an die großen Wasserkonzessionen, die großen Konzessionen für die Wasserkraftwerke, sondern wir müssen weiterdenken. Wir müssen an die Wärme denken, wo wir aufgrund unserer Lage und der erneuerbaren Energien wirklich viel nutzen können. Wir müssen das Thema Dünger ansprechen. Wir importieren, die westliche Landeshälfte importiert Dünger aus der halben Welt. Die östliche Landeshälfte weiß nicht, wohin mit der Gülle. Und jedes Jahr sehen wir irgendwelche Nachrichten, dass die Nitratwerte zu hoch wären und so weiter. Und kriegen es hier nicht auf die Reihe, diesen Kreislauf vor Ort richtig zu nutzen, obwohl die Ideen alle auf dem Tisch liegen. Und das sind solche Versäumnisse, wo ich einfach sage, es schmerzt zuzusehen, was hier alles hinten bleibt, was hier alles liegen bleibt und wo wir profitieren können. Dasselbe gilt für die Treibstoffpreise. Südtirol hat seit Jahrzehnten die höchsten Treibstoffpreise. Wenn es daran geht, die Leute zu entlasten, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, heißt es, wir können das nicht machen. Andere Regionen, Veneto und so weiter, machen es vor, haben hier schon nach der Wirtschaftskrise 2008 Akzente gesetzt und wir lassen uns hier von einer Landesregierung blenden, die wunderbar ist und deren Presseagentur wunderbar ist und deren Aussendungen und Broschüren, die uns ins Haus flattern, sich wunderbar lesen. Aber am Ende zählt eben das, was wir im Alltag erleben. Und da bitte ich auch, dass es hier wirklich auf den
eine Analyse gemacht wird, was läuft in diesem Land gut und was läuft falsch. Und ich bin überzeugt, dass es eine Veränderung braucht. Und wir Freiheitliche wollen Teil dieser Veränderung sein. Dankeschön, Andreas. Unser nächster Kandidat und Nummer 4 auf unserer Liste ist durch seine Tätigkeit als Anwalt und Buchautor schon ausreichend ausgewiesen für die Themen, die er uns gleich vorstellen wird. Es ist unser Parteiobmann Vize, Dr. Otto Malknecht, der auch bei den Parlamentswahlen einen bemerkenswerten Achtungserfolg einfahren konnte. In diesem Sinne drängt es mich zu sagen, vota Otto, lieber Otto, bitteschön. Ja, danke Florian. Ja, ich bin Rechtsanwalt, Jurist, kenne mich mit Europarecht, Verwaltungsrecht, Autonomierecht, Verfassungsrecht sehr gut aus. Und umso mehr bedauere ich, mit anzusehen zu müssen, wie unser Südtirol autonomiepolitisch auf der Stelle tritt. Die Autonomie, die wir heute haben, ist ein Kind der späten 60er Jahre und gehört längst auf ein höheres Level gebracht. Wir Freiheitlichen stehen für ein stärker unabhängiges Südtirol bis hin zum Freistaat. Zumindest aber dürfte nicht das verloren gehen, was wir noch vor 20 Jahren hatten. Und das ist leider sehr viel. Und umso mehr verwundert die Untätigkeit, die Ideenlosigkeit, die Tatenlosigkeit der Landesregierung, vor allem des Landeshauptmanns, der sich immer wieder darin gefällt, Südtirol als die weltbeste Autonomie zu bezeichnen, aber gleichzeitig die problematischen Punkte nicht anzusprechen. Erst jetzt, wo seine linken Freunde in Rom nicht mehr am Ruder sind, jetzt plötzlich hat er vor kurzem gesagt, ja, Südtirol hat ein Problem, es wurden durch die Verfassungsreform 2003 wurden sehr viele Kompetenzen beschnitten und wir müssen endlich was unternehmen. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Das wissen wir seit vielen Jahren. Warum passiert da nichts? Wir haben einen Konvent, einen Autonomiekonvent in Südtirol gehabt, mit sehr starker Beteiligung von vielen Vertretern der Bürger und des Volkes. Was hat man daraus gemacht? Es wurde nichts, absolut nichts getan. Alle Ideen und Vorschläge liegen seit Jahren in der Schublade. Es wurde aber auch kein Alternativprojekt auf den Weg gebracht, sondern es bleibt bei der Tatenlosigkeit. Wir wissen nicht, wie unser Land aus Sicht der Landesregierung in 10, 20 Jahren ausschauen. Es gibt kein Konzept für die Zukunft, sondern man verharrt im tagespolitischen Herumdümpeln. Und wir Freiheitlichen stehen dafür, für eine stärkere Autonomie. Wir wollen auch im Landtag diese Probleme ansprechen, weil Autonomiepolitik ist nicht nur etwas für Juristen, sondern es spielt in alle Lebensbereiche hinein. Denken Sie etwa an das Ehrenamt, wo wir jetzt seit geraumer Zeit schon wissen, dass der Staat eine Reform des sogenannten, wie Sie es nennen, dritten Sektors planen und auch umgesetzt haben. Für uns ist das nicht der dritte Wirtschaftssektor, sondern unsere Vereine, die wir Land auf, Land ab haben, sind vor allem im Kulturbereich von äußerster Wichtigkeit und wertvoller Teil unserer Kulturlandschaft. Und hier kann man nicht hergehen und einfach tatenlos zuschauen, wie der Staat diesen Bereich so reglementiert, als ob es sich da um irgendwelche versteckten, gewinnträchtigen Unternehmen handelt. Wir brauchen ein von Bozen, von Südtirol aus gestaltete Aufsicht über die Vereine, so wie es bisher gewesen sind, damit unsere Vereine weiterhin ihre wichtige Tätigkeit machen und ausüben können, ohne dass sie von überbordender römischer Bürokratie erdrückt werden. Lassen wir doch etwas über das Gesundheitswesen auch sagen. Es ist ein Bereich, der wohl für die meisten Bürger an ganz vorderer Stelle steht. Und unserem Landeshauptmann fällt nichts Besseres ein, als es als Teilzeit-Landesrat so nebenbei durchzuziehen durch den Alltag. Hier haben wir, ich will jetzt nicht schlecht reden, es gibt sehr viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die sehr Gutes leisten. Aber wir könnten da noch viel Besseres machen. Denk mal etwa an das Problem mit dem Personal. Es wurde
seit Jahren wissen wir, dass wir zu wenige Ärzte und medizinische Berufe im öffentlichen Dienst haben. Was wurde da wirklich dafür unternommen? Im Gegenteil, in der Covid-Zeit wurden sogar Leute aus dem Dienst entlassen, die man bis heute nicht mehr bekommen hat. Und die Probleme gibt es an allen Enden und Ecken, weil überall das Personal fehlt. Gleichzeitig gibt es bis heute kein Konzept über eine wirksame Einbindung der privaten Medizin. Die gibt es heute in Südtirol an vielen Stellen, Privatkliniken, Ärztegemeinschaften. Ja, warum bitte verabsäumt es die Landesregierung, endlich ein Gesundheitskonzept auf die Beine zu stellen, das es wirksam einbindet in die öffentliche Gesundheitsvorsorge und Leistungen. Denkst etwa an diesen skandalösen Fall erst vor wenigen Tagen, wo eine Bürgerin in Not selber 11.000 Euro für eine Hüftoperation ausgeben musste, weil unser Gesundheitssystem so organisiert ist, dass eben die privaten Anbieter, die hier gute Dienste leisten, anscheinend nur für bestimmte Zahlen das machen dürfen, anstatt dass man eben das generell erlaubt und diese privaten Anbieter ins System stärker einbezieht. Oder die Abschaffung der Rückvergütungsregelung, die wir schon seit Jahren auch verlangen, dass die wieder eingeführt wird, damit Bürger sich im privaten Gesundheitsbereich behandeln lassen können und dann einen Teil, nicht das Ganze, einen Teil davon wieder zurückbekommen. Oder wo bleibt eine gute Organisation von Beschaffung von neuen Arbeitskräften, etwa Krankenpfleger, dass man proaktiv auch in, sagen wir mal, Mittelosteuropa auch versucht, Leute herzuholen. Ganz im Gegenteil war da das Problem, das bis heute offenbar in der Praxis nicht wirklich gelöst war, dass man nur Leute mit nachgewiesenen Italienischkenntnissen da hereingelassen hat. Eines von vielen Punkten im Gesundheitsbereich, die nicht funktionieren. Da könnte man natürlich sehr lange noch weitersprechen. Ich möchte es nicht weiter eben damit langweilen mit meinen Ausführungen und komme zum Ende. Danke Ihnen. Danke schön, lieber Otto. Unsere Nummer 5 auf unserer Liste ist unser weiterer Vizeobmann Dr. Roland Stauder, seit jeher ein Mann der Bildung und der Schule und der freiheitlich-demokratischen Kontrolle als Gemeinderat in Lana. Er wird uns zu entscheidenden Zukunftsthemen berichten und wie wir freiheitlich uns dazu positionieren. Bitte, lieber Roland. Danke, Florian, sehr geehrte Medienvertreter. Vorab etwas Grundsätzliches zum Themenbereich Schule. Wir haben einen Bildungsauftrag in der Schule, der auf der Grundlage des Autonomiestatutes umzusetzen ist und hier nochmal klar und deutlich Experimente mit unseren Kindern und unserer Kultur wird es mit uns Freiheitlichen nicht geben. Hat es nie gegeben und wird es nicht geben. Die Freiheitlichen stehen dafür gerade und werden auch in Zukunft das vertreten. In den Schulen sollten wir unsere nächste Generation des Landes ausbilden und sollten dafür die allerbesten Rahmenbedingungen erhalten. Aber leider sollten, denn die Rahmenbedingungen im Moment in den Schulen sind alles andere als optimal. Rückhalt für die Berufsgruppe von Seiten der politischen Spitze, Fehlanzeige. Unterstützung der Lehrkräfte im Zusammenhang mit dem gestiegenen Gewaltpotenzial in den Schulen, Fehlanzeige. Bürokratieabbau, Fehlanzeige. Wertschätzung der Arbeit sämtlicher Mitarbeiter, unterrichtend oder nicht unterrichtend in den Schulen, leider Fehlanzeige. Zukünftige Lehrermangel, der sich in Gesamteuropa bereits abzeichnet, Zukunftsperspektiven in Südtirol, Lösungsansätze, leider keine von Seiten dieser Politik. Und leider ist die Schule sehr häufig auch Spiegelbild des Zustandes der politischen Situation in unserem Land und auch hier ist es leider so. Um die Südtiroler Volkspartei zu bezeichnen, wie es heute läuft, müssen wir freiheitlich eigentlich nur die eigenen SVP-Exponenten zitieren, wenn man hört, der schlechteste Landeshauptmann aller Zeiten oder wenn man hört, der Obmann ist vollkommen überfordert und den Herausforderungen nicht gewachsen, führende Exponenten in den letzten Monaten haben das von sich gegeben, dann heißt das eigentlich alles. Die SVP war in den letzten Jahren von Skandalen und politischen Fehlleistungen gekennzeichnet. Es war eine Nabelschau der Eitelkeiten innerhalb der Volkspartei und das auf Kosten der Südtiroler Bürger. Politik
hat endlich wieder für die Bürger da zu sein und nicht umgekehrt die Bürger für die Politiker. Wir haben Probleme in den Schulen, wir haben Probleme in der Sanität, haben es gehört, haben eine hohe Inflationsrate, Jugendgewalt, Einbruchsserien, unkontrollierte Zuwanderung, enorme Lebenshaltungskosten und nicht zuletzt ein Bär- und Wolf-Problem. Probleme in diesem Land werden nicht angegangen, sondern weggegrinst, weggelächelt, ausgesessen und nicht aktiv gelöst. Die Stichwort Teuerung hatten wir bereits. Wir hatten in den letzten 2 Jahren jetzt mittlerweile 16% Inflationsrate und da haben die Südtiroler Familien nicht nur wenige Euro zu schultern, sondern es sind mittlerweile tausende Euro pro Haushalt, die hier zu schultern sind, wo der Kaufkraftverlust zu verschmerzen ist und das wieder gut zu machen ist. Die Freiheitlichen haben einige Ansätze dahingehend in den Südtiroler Landtag gebracht, sind aber leider immer mit fadenscheinigen Ausreden gescheitert, niedergestimmt worden. Und es tut sich schlichtweg nichts. Lassen Sie mich dies mit einem saloppen Schülerspruch einfach auf den Punkt bringen. Alles in diesem Land wird teurer, nur die Ausreden der Südtiroler Volkspartei werden immer billiger. So kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Jetzt werden Wahlzuckerlen verschenkt, Leuchtkerzen gezündet und im Endeffekt nach den Wahlen werden diese Leuchtkerzen wieder abbrennen und unterm Strich passiert wieder gar nichts. Die Politik, wie gesagt, hat der Bevölkerung zu dienen und nicht umgekehrt. Und in diesem Sinne sind die Probleme der Südtirolerinnen und Südtiroler endlich mit Hirn und Hausverstand zu lösen. Und deswegen bin ich überzeugt, Südtirol kann es besser und vor allem die Südtiroler haben es besser verdient. Dankeschön, Roland. Nun möchte ich Ihnen, liebe werte Medienvertreter, das Wort erteilen. Gibt es Fragen an die Kandidaten? Wenn dem nicht so ist, stehen die Kandidaten danach auch gerne für Einzelinterviews zur Verfügung. So kommen wir zum Abschluss und ich darf abschließend Ihnen unseren Dank für Ihr Erscheinen aussprechen, eine Bitte daran anschließen um eine faire und ausgewogene Berichterstattung und einen Wunsch möchte ich noch äußern und zwar auch um eine etwas pfiffige Berichterstattung. Es wäre ja schlimm, wenn beim Bericht über unsere Pressekonferenz den Zuschauern bzw. den Lesern die Füße einschlafen, aber ich denke, da sind wir bei Ihnen in allerbesten Händen. Dankeschön.